Hier fühle ich mich wenigstens halbwegs sicher. Eine unbrauchbare Tasche. Schlafsack. Okay. Ich glaube, ich bin jetzt wieder sicher. Ganz vergessen, ich hätte ja eigentlich mal so einen Trank. Naja. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier dieses Spuckviech weghauen. Kommst du her? Au! Ich wollte zuerst schlagen. Dann tun wir die Waffe. Schon wieder. Chips. Waffe wegtun. Aha, doch. Okay, das ist eine Dekoflasche. Das ist ein Setzerbrot. Das ist hier alles nur Mist. Okay, gucken wir, was hier noch so geht. Kleiner Heiltrank. Und ein Wein. Und ein Hammer. Wozu braucht ihr diese beiden Kessel oder Bottiche, sag ich mal? Badet der seine Setzlinge? Da hat sich das jetzt zumindest schon mal ganz schick eingerichtet. Na gut, wir klauen mal nicht alles. Becher wäre ja schon schön, wenn er den behalten darf. Was willst du hier? Du hast hier nichts zu suchen. Besser, du verschwindest wieder. Hier gibt es nichts für dich. Kaldrim schickt mich. Wenn du hier bist, um uns zu töten, dann quatsch nicht so lange. Bringen wir es hinter uns. Du hast auch Schnee im Bart. Ist der verkehrt bei euch? Dann gibst du zu, das Elex geklaut zu haben. Ich dachte, das wäre klar. Wieso bist du denn sonst hier? Warum hast du das Elex gestohlen? Was interessiert dich das? Am besten du verschwindest wieder. Was hat er denn da? Du kommst nie wieder zurück. Das interessiert mich jetzt schon, ne? Da kann ich ja hinterher verraten, kann ich ihn ja auch alle mal noch. Ich will es wissen und ich werde dich auch nicht verraten. Wie kann ich mir dessen sicher sein? Kaldrim belügen. Kannst du nicht. Ah ja. Also, doch. Nutze deine Chance, aus der Sache rauszukommen oder lass es bleiben. Okay. Ich werde es dir erklären. Aber denk dran. Solltest du irgendetwas versuchen, werde ich deinen Schädel einschlagen. Alles klar? Klar. Gut. Was genau interessiert dich daran? Wofür brauchst du das Elex? Das habe ich noch nie jemandem erzählt. Hast du schon mit dem verwirrten Häscher gesprochen, der hier rumläuft? Nein. Dieses Ding ist mein Bruder Grima. Er wurde vor einiger Zeit von den Alps zu einem Konverter verschleppt. Doch er muss irgendwie entwischt sein und hat sich versteckt. Offenbar hat er sich im Konverter eine ganze Weile ausschließlich von Elex ernährt. Und als ich ihn endlich befreien konnte, war er mutiert zu... Naja, das Ergebnis kann man ja sehen. Jetzt leidet er furchtbare Schmerzen. Aber solange er Elex bekommt, geht es ihm etwas besser. Du fütterst deinen Bruder mit Elex? Ich habe ja gar keine andere Wahl.
Ohne das Elex stirbt er vermutlich. Im Konverter haben sie ihm natürlich alles Elex seines Körpers entzogen. Als eine Art Entzugsreaktion hat er vermutlich angefangen, ohne Pause Elex zu sich zu nehmen. Jetzt sieh, was aus ihm geworden ist. Wenn die Berserker in Goliath nicht so unnachgiebig wären, dann würde ich ihn da behandeln. Vielleicht könnte er mit Hilfe von Mana geheilt werden. Aber der Gedanke führt zu nichts. Sie würden ihn auf der Stelle töten. Ich will das Oberste sagen, aber ich möchte ihn nicht töten, sondern ich möchte ihm helfen. Und deshalb muss ich speichern, weil wenn das dazu führt, dass es, also wenn es ausdrückt, dass es ihn, dass er getötet werden soll. Sein Leiden beenden. Wenn du das versuchst, findest du dich gleich ohne Kopf wieder. Er ist noch genug Berserker, um ihn nicht einfach zu töten. Ich gebe ihn nicht auf. Ich will ihm natürlich das Alex nicht überlassen. Oh, immer diese Entscheidung, ne? Ich will es natürlich auch nicht einfach kaufen, weil... Kann ich mit dem da hinten vielleicht reden? Du hast leuchtende Unterhosen an. Eine leuchtende Unterhose. Lasst euch nicht stören. Macht ihr mal weiter euer Ding. Ich trinke währenddessen euren Wein. Ja, okay. Nettes Gespräch. Warum hast du eine fette Kanone auf dem Rücken, Alter? Eine Harpune? Ich würde das ja gerne mehr sehen. Aber ich glaube, ich kann nicht. Na gut. Mann, dass man sich immer für irgendwas entscheiden muss hier. Es ist ja grauenvoll. Ja, ich wäre schön, wenn ich mich erst entscheiden könnte, wo ich der Fraktion nicht angehören möchte. Und dann mir hier solche Quests. Die Entscheidung. Ist das hier giftig? Sieht aus, als wäre es hier giftig. Ist so grüner. Grünes Licht. Grüner Nebel irgendwie. Hier nicht mehr. Ist das jetzt Strahlung oder sowas? Bitte lass das eine gute Idee sein. Noch eine Treppe weiter nach unten. Okay, es ist Gift, Gas, Nebel, irgendwas. Ich mach die Tür wieder zu. Ich hab doch ein Gegengift-Gedöns gehabt eben gerade. Antitoxin. Unter dem Einfluss von Stims erhältst du einen Malus von 50% auf alle Erfahrungen. Oh Gott, Dims sind ja schei unangenehm. 90 Sekunden lang Giftresistenz erhöht. Kann ich das nicht einfach nehmen? Wieso ist das hier jetzt? Dann kann ich einen Quickslot zuweisen. Und dann? Kann ich das nehmen dann? Ja. Ich sterbe hier trotzdem hart an dem ganzen Kram. Das ist so eine Sache, das sollte man vielleicht nicht unbedingt gleich am Anfang schon machen. Alter, Energieregentenschwert, was?
Dafür bin ich jetzt fast tot. Alter. Verbessertes Regentenschwert der Kleriker. Energiespezifizierung. Ich wünschte, man könnte sich das angucken. Ist ja schon ein bisschen eine unangenehme Gegend, ne? Da wir ja ein paar Tränke gefunden haben hier, kann ich mir auch mal einfach einen einverleiben. Tja, ich bin hierher gekommen, um den Quest zu lösen. Und ich bin letzten Endes ja ein Alp. Ich gehe das Ganze mal unemotional an und sage, komm, der Typ ist doch sowieso schon hinüber. Erst speichere ich. Nein, gleich speichere ich nochmal. Erstmal muss ich mich ja noch hier mit Lebensmitteln voll pumpen. Sowas hier. Um mal zu sehen, dass ich da ordentlich. Oh Gott. Setzerbrot scheint ja auch nicht wesentliche Wirkung zu haben hier. So. Dann haue ich ihm gleich volles Pfund aufs Maul, wie es so schön heißt. Na, wenn ich das nicht perfekt abgeschätzt habe. Oh. So. Ich hoffe, ich muss mich dann nicht mit beiden prügeln, denn mit seinem Bruder und ihm wird das doch ein bisschen anstrengend. Ich werde mir das Elex einfach nehmen. Und ich werde alles tun, um meinen Bruder zu schützen. Ich erledige ich nicht umdrehen. Ja, schön, ich habe weiter zugleich. Ja, nein. Der Quest ist mir, glaube ich, doch zu hart. Gut, dass ich gespeichert habe. Dann kann ich jetzt hier einfach wieder gehen. Hier muss ich ja sowieso später nochmal wieder her, wegen des Kellers und der Kiste da links und... Na gut. Schön. Freut mich, dass wir hier waren. Vielleicht können wir ja mit dem Questgeber einen Dialog führen, der das ein bisschen in Ordnung bringt. Richtung Orange muss ich dann weiter. Na super. Wenigstens ein bisschen Knete gibt es noch. Oh nein, 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 nein. Lass mich zufrieden. Ah! Ich weiß, ich renne jetzt von einer Gefahr wahrscheinlich in die nächste, aber ich muss von dem Viech weg. Er kommt. Ich hoffe mal, dass ich hier ein wenig sicherer bin. Und er nicht so gut klettern und fliegen kann. Ich freue mich. Jetzt? Zumindest in die richtige Richtung gerannt. Jetzt muss ich mich da hochkämpfen. Ja. Es war mir eine Freude. Ich fühle aber. Ich mache es nicht. Was zum Teufel ist los mit den Leuten hier draußen? Warum wollen die mir alle auf den Sack gehen? Hier ja jemand, der mir helfen kann. Hallo, bist du cool drauf?
Ja, sehr gut. Chilliger Typ. Was? Nein! Ah! Ja, Mann. Er kümmert sich jetzt um dich. Ah. Ich trinke einen Trank. Ich weiß jetzt nicht, wo der Typ ist, auf den du gerade schießt, Kollege, aber... Ach, da. Jetzt ist das ein Ding zwischen euch. Und ich hau drauf, wenn es zu Ende geht. Das doch. Oh, was? Nö. Nicht mit mir. Schweinerei. Ich glaube, ich muss noch mal einen weiter. Ich will eigentlich... noch einen Speicherstand zurück. Hm. 3 Minuten früher. Na gut, ist in Ordnung. Ach, hier wieder. Na gut. Ist dann so. Hä? Hier ist der Eingang eben noch auf der anderen Seite? Falsch abgebogen wahrscheinlich. Okay. Ja, wenn man über die Brücke geht, wird das nicht besser. Also erst ich nehme ich hier den ganzen Kram mit. Altes Setzerbrot will ich auch noch. Kann man hier drauf stehen? Ja, cool. Da lang war auch noch so ein fetter Raptor-Typi. Wie so ein unangenehmes Viech. Also muss ich ein bisschen gucken, dass ich mich hier an allem vorbeischleiche. Und doch alles noch ein bisschen zu... unangenehm mit den starken Gegnern. Ha! Das ist ein Gegner, mit dem kann ich umgehen. Au. Knall dir einen vor den Latz, du blödes. Komm schon. Aber warum kann ich denn keine Schwertschläge machen? Ah, Alter. Warum macht der keine normalen Schläge hier? Könnt ja ausrasten. Ne. Also ganz ehrlich, von dem Viech. Es tut mir ja leid um. Oh, oh, oh. Nein, jetzt bin ich schon wieder hier. Hm. Dahin will ich. Es ist grauenvoll. Nicht auszuhalten. So, jetzt habe ich die richtige. Ja, genau, da waren 2 Eingänge. Gehen wir jetzt hier lang nochmal schnell, da den Trank mitnehmen, den habe ich eben gerade entdeckt, einen Hammer noch und dann gab es hier hinten noch ein Setzerbrot und 2 Elex. Elexit. Dann machen wir an dieser Stelle noch einen Hammer. Aha. Eine Schnellspeicherung, damit wir hier neu anfangen, wenn ich es nochmal wieder verkackt habe. Das ist erstmal das Steine. Heilpflanze. Ich sehe nämlich schon ein bisschen danach, wenn ich stärker bin und solche Viecher einfach nur weghauen kann.
Also nicht jetzt dieses kleine Küken-Ding da, was ich da eben hatte, sondern auch so den Raptor und den Banditen. Ich glaube, das mit den Banditen wird noch eine Weile dauern. Nee. Gut. In der Richtung irgendwo muss ich. Setzerbrot. Braucht wahrscheinlich wieder kein Mensch. Aha. Ja. Oh. Das kam überraschend. Und ich sage noch, ich muss auf die Zeit achten. Wir sind jetzt wieder bei einer Stunde, weil ich schon so wieder nicht aufgepasst habe. Dann wird diese Folge halt geschnitten. Und stopp. Folgenende. Dings und so.